Hey Leute, willkommen zurück zu God of War. So, wo geht's denn weiter hier? Da bin ich hergekommen irgendwo, ne? Von oben runter gehüpft. Bam, und hier geht's rein, wahrscheinlich. Oh, bist du aber bedrohlich? Hallo? Sag mal. Ja, das war nicht schwer. Das war nur einer. Okay, Secret. Secret. Jawohl. Hab ich doch gewusst. Bam. Und hier? Was fehlt mir da noch? Oh. Naja. Ich dachte eigentlich, da bekomme ich jetzt so eine Art Gorgonenauge oder sowas. Ach komm, wir hauen einfach mal alles weiter in die Chaosklingen. Die möchte ich so schnell wie es geht hochzüchten. Und dann kümmern wir uns um den Rest. Weil die Magie, die finde ich eh nicht so pralle. Die nutze ich gar nicht so oft. Oh, schade. Ich dachte, da ist wieder eine Kiste. Hey, na? Oh, da kommen sie. Hey. Hallo? Okay, da verbrenne ich doch mal. Verbrenne! Schwein. Also. Na gut. Ja, ich sehe es ein. Also auch schwer hätte ich jetzt sowas von auf die Omme gekriegt. Das wäre nicht feierlich. Gibt es hier noch eine? Nein, das war nur eine Kiste. Ja, wahrscheinlich haben sie wieder einige ganz fies versteckt. Einige... Oh. Ein Tempel. Der Tempel vom Marathon nehme ich an. Da ist nichts. Oder? Hey. Komm mal. Immer diese Doppelschläge. Könnt ihr mal aufhören? Gut jetzt, ne? Hey, die geben aber ganz schön viele Orbs. Dafür, dass es nur solche Strolche sind. Okay. Ne, hier war... Ne. Dann stimmte das ja. Hier was? Nö. Man muss ja mal gucken, ne? Die ganzen Häuser hier absuchen. Kann sich ja lohnen. Oh, genau. Lohnt sich doch. Hatte ich doch gesagt. Ey. So nicht, Freund. Ach, guck mal, die kann man auch wieder mit einem Treffer... Batz. Batz. Abstechen. Geht wunderbar. Und... Hep. Und... Hep. Sehr gut. Gib mir schön Orbs. Da kann ich bald meine Waffe upgraden. Na komm, wir holen uns doch mal die Lebensenergie. Ist ja auch wurscht, oder? Ich meine, es ist normal und ich spiele jetzt absichtlich so ein bisschen schlechter. Nein, nicht absichtlich schlechter. Ich meine, ich bin ein bisschen... Oh, was? Ich bin ein bisschen nachlässiger. Ich bin nicht so drauf gepicht, alles perfekt zu machen, weil ich sowieso dann abkratze. Nein. Oh. Selbst Kratos spürte Morpheus' Macht in Form einer seltsamen Melodie, die ihn verfolgte. Hier, Morpheus' Macht. Oh, da ist doch eine Kiste. Sehr gut. Das vierte Gorgonenauge. Bleibt im Nebel fern! Ah, alles klar. Der Nebel ist böse. Und die Kiste mit dem Feuer verhindert, dass ich vom Nebel irgendwie was abkriege, ja? Morpheus ist doch... Morpheus. Also gut, ich kann ihn nur vor und zurückschieben. Ich kann ihn nicht noch so beibewegen. Morpheus, wer war denn Morpheus? Oh, das fünfte Gorgonenauge schon. Das geht schnell. Ja, mehr Lebensenergie. Wobei ich dann doch lieber mehr Mana hätte. So. Hier noch was? Nein. Müssen bald wieder Feinde kommen. Ja. Oh, der Gorgonin. Blöde Schlangenfrau.
Nein. Wobei die hier viel weniger bedrohlich wirken als noch in anderen God of War-Teilen, finde ich. Oh, da habe ich sie schon. Ah, mehr Schätzchen. Oh. Ja, einfach mal den Kopf ab. Das ist gut. Hey. Au. Hey. Machen wir das so? Die anderen sind davon so beeindruckt, dass sie erstmal gar nichts mehr machen. Finde ich super übrigens. Was? Muss nur rankommen und die dann. Ah. Handelsüblich aufschlitzen. Handelsüblich? Ja, handelsüblich. Hat er gesagt. Okay. Ich muss wahrscheinlich diesen Karren in Brand setzen. Und das mache ich am besten, indem ich schon wieder so eine Gorgonin erscheinen lasse. Na, Schätzchen. Peng. Ab mit dem Kopf. Bekommen wir immer Mana zurück. Das ist ziemlich praktisch. Na, kommt noch eine? Nein. Alles klar, ich muss. Ja, Marathon, ne? Ist hier schön die Fackel. Oh. Hallo? Kannst du mich mal ganz kurz die Fackel? Nein. Au. Hey. Platsch. Zap. So darf ich jetzt vielleicht mal. Wahrscheinlich kommt die jetzt wieder, ne? Oder? Ja, natürlich kommt eine neue. Hallo. Kann es vielleicht sein, dass ich dieses Drehteil benutzen muss, um die Tür zu schließen? Egal. Diese Kurbel meine ich. Ja, renne. Hau die trotzdem noch um, weil sie mir auf den Nerv geht, so ein bisschen. Oh, oh, oh. Hey. Die Fried. Die Elfriede. Ah. Du bist ja ziemlich abgeknerzt schon, ne? Was? Hey. Sag mal, sehe auch nichts. Hallo. What's up? Dass man nicht noch ein bisschen Mana von dir bekommt, finde ich ehrlich gesagt schade. Aber ich meine, mein Gott, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Plopp. So. Gut, dann schieben wir mal den Karren hier durchs Feuer, ne? Durch den Dreck. Ziehen wir den Karren durch den Dreck. Der Morpheus muss irgendwas mit der Unterwelt zu tun haben. Oha. Wahrscheinlich darf ich den Nebel einfach nicht berühren. Das ist gefährlich. Aber warte mal. Ich kann hier nebenhin, ich wollte gerade sagen. Sonst wäre es ja fies, weil die Truhen da stehen. Plopp. Und. Plopp. Sehr gut. Oh, ich könnte wetten, da kommen gleich wieder welche. Ey. Ich komme dir gleich bei, warte. Ey, ich hab geblockt. Zack. Brauche ich gar nicht. Und eine Feder. Ja, die fünfte Feder. Sehr gut. Opfer angenommen. Ja gut, da brauche ich gar nichts. Da brauche ich die Kiste fürs Mana nicht mal. Bin ja gespannt, wann Neo kommt, wenn ich jetzt hier schon Morpheus habe. Haha, ja witzig. Ich weiß, hat nichts miteinander zu tun. Oh, Morpheus Untergang. Die werfen hier mit Achievements um sich, das ist ja hardcore. Oh oh. Hey, hey!
Ich kann nichts machen. Hör mal auf jetzt. Das war knapp. Nein! Ja, ich hab's falsch rumgedreht, weil ich dachte, das ist genau wie eben. Oh. Also man sieht halt schon, dass es für die PSP ist und nicht für die PS3 konzipiert wurde. Ist halt nicht so schön grafisch einfach, ne? Aber es ist ausreichend, finde ich. Kann man lassen. Dafür, dass es für ein Handheld gemacht wurde. Ja. Und ja, ich wäre eben sowas von gestorben, auch schwer. Ich werde es jetzt lassen zu erwähnen, das ist ja... Hopp. Wird bestimmt auch noch hier sehr schwer. Also verhältnismäßig, ne? Was macht das? Da muss ich die Pferdchen rumdrehen, oder wie? Der Schrein der feurigen Rosse. Die feurigen Rosse sind die Winde des Himmels, die den Sonnenwagen des Sonnengottes Helios ziehen. Oh, Helios, ja, ja. Helios, mit dem werden wir auch noch Spaß haben. Oh. Was macht das? Wahrscheinlich muss ich da irgendwelche Lichtstrahlen. Dann sind das quasi das. Ist das quasi das Zaumzeug. Und als Kratos sich dem Tempel nähert, erkannte er, dass seine Aufgabe größer war. Oha. Ja, Helios. Erneut erklang die seltsam schwebende Melodie durch Morpheus' schwarzen Nebel hindurch und verfolgte Kratos. Mach sie mal an. Bam. Ey. Die schmeiß ich jetzt auch die ganze Zeit. Welche Säcke. Na, komm her. Ich finde die Kämpfe bisher recht angenehm. Ja, ja. Mach mal Platz. Okay. Oh. Na, Helios. Dein Kopf werden wir bald zur Zierde tragen. Wenn es übrigens immer so stockt, das ist, glaube ich, wegen der Portierung. Also ich denke immer, das hängt sich auf, aber nein, das ist wirklich die Portierung. Oh, die Felsen, die kann ich ja auch. Eieiei. Na, Feinde? Keine Feinde? Springen geht schneller. Zack, zack, zack. Ist halt die Frage, war ich, bin ich jetzt hier richtig oder war da eben diese Treppe richtig? Oh, die Treppe war Bonus. Mist. Der Tempel, auf dem Kratos stand, war der Sonnenwagen des Helios. Jener Wagen, den die feurigen Rosse täglich durch den Himmel zogen, damit das Licht des Helios auf die Menschheit herabscheinen konnte. Kratos. Athene, was bedeutet das alles? Kratos, die Zeit ist sehr knapp. Der Olymp braucht dich. Ich habe genug von den Wünschen der Götter. Ich habe alles getan. Befreie mich endlich von diesen Albträumen, Athene. Nicht du kannst bestimmen, wann dein Dienst für uns endet. Du wirst dir deine Freiheit verdienen, mit der Zeit. Doch jetzt braucht der Olymp deine bedingungslose Loyalität. Der Gott der Sonne, er wurde vom Himmel geraubt. Der Tempel, auf dem du stehst, ist Helios' Sonnenwagen. Ohne ihren Herrn an den Zügeln haben die feurigen Rosse den Sonnenwagen zum Absturz gebracht. Und ohne Helios hindert niemand Morpheus daran, die Macht für immer an sich zu reißen.
Viele Götter sind in einem tiefen Schlaf gefallen. Bald werden alle dem finsteren Griff des Morpheus erliegen. Was soll ich dagegen tun? Du musst Helios finden und ihn zurück in den Himmel bringen. Sonst ist die Welt der Götter und die der Menschen für immer verloren. Nur sein Licht kann sie schmälern, die Macht des Morpheus. Athene! Athene! Also, ganz ehrlich, wenn man bedenkt, ja, dass Kratos bald Helios den Kopf abhacken wird. Nee, schlimmer noch, abreißen. Der wird den Kopf abreißen. Och man, ich wollte nochmal da runter. Das ist doch blöde. Naja, dann scheißt er so ein bisschen auf die Welt der Menschen und die der Götter, den Olymp, den will er ja alles. Naja, so weit sind wir halt noch nicht. Bringen Sie Helios in den Himmel zurück, sonst ist die Welt der Götter und Menschen auf ewig verloren. Als würde ihm das was bedeuten. Und ich finde es irgendwie lustig, dass Athene die ganze Zeit zu ihm steht, obwohl er... Naja. Obwohl er das tut, was er tut. Er ist halt Kratos. Er ist der größte Arsch hier am antiken Griechenland und trotzdem hält sie zu ihm. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Da war bestimmt eine Kiste. Aber ich sehe es ja wenigstens ein, dass das jetzt meine Schuld war. Was leuchtet denn da? Kann ich doch bestimmt was machen, wenn ich von der anderen Seite rankomme. Komme ich aber nicht. Naja, Wurst. Wurst, Brot. Ist hier noch was? Nein. Okay, ich hau erstmal alles in die Klingen. So, zack. Ich glaube, jetzt kann ich langsam mal anfangen, jedes Mal zu speichern. Hoppala. Ja, komm, hau rein. Na, nicht neu. Das machen wir hier drüber. Oder nee, warte mal, dann spiele ich das bis nächstes Mal nach, Leute. Ha! Machen wir es so, weil ich will unbedingt wissen, was da unten liegt. Was da für Geheimnisse sind. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Die Folge geht ja noch ein paar Minütchen, ne? Ha! Jetzt gucken wir doch mal, was hier neben noch ist. Hier müsste noch irgendwas sein, sonst hätte sich der Aufstieg doch gar nicht gelohnt. Ah, hat er nicht. Okay, hier ist nichts. Das war ein Stelzbock. Alles klar. Leute, das war's für den Part. Ist vielleicht ein bisschen kürzer, aber wir haben ja viel Fortschritt. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit God of War. Chains of Olympus. Ist Chains of Olympus, ne? Ja, richtig. Tschüss.